Achsenschnittpunkte berechnen. So, wir haben hier eine lineare Funktion und wollen dazu die Achsenschnittpunkte berechnen. Und wenn du jetzt hier so in die Aufgabe guckst, dann könnte man sagen, hä, wo ist denn die Funktion? Ja, die steht hier. Es ist einfach f von x ist gleich 0. So, und für x kann man hier jedes beliebige r einsetzen. Und man fragt sich, hä, wo ist denn das x? Also das ist hier eine Funktion, die einfach auf der y-Höhe 0 langläuft. Das heißt, für jedes x, was du theoretisch hier einsetzen kannst oder was es halt so gibt auf so einem Koordinatensystem, für jedes x hast du immer den y-Wert 0. Und dazu soll man jetzt hier die Schnittpunkte mit den Achsen bestimmen. Okay, fangen wir mal erstmal sozusagen so an, dass wir uns hier ein bisschen Struktur geben. Nämlich wir fangen mit dem Schnittpunkt mit der y-Achse an. Den kürzt man ab mit einem großen s und einem kleinen y im Index. Und wenn ich den Schnittpunkt mit der y-Achse haben möchte, dann muss ich genau das Gegenteil, nämlich x gleich 0 setzen. So, überall da, wo jetzt also hier oben in der Funktionsgleichung ein x auftaucht, setze ich das gleich 0. Also f von 0 ist gleich, ja, und hier rechts kann man ja nichts einsetzen, es bleibt einfach 0. Somit hat man hier 0 und 0, also man hat hier für den x-Wert 0 den y-Wert 0, also den Schnittpunkt mit der y-Achse bei 0, 0. So, das kann man jetzt auch noch angeben als Schreibweise mit dem kleinen b. Also b ist ja immer der Buchstabe für den y-Achsenabschnitt. B ist also gleich 0. So, die beiden Schreibweisen gibt es. Jetzt noch die Nullstellen, also die Schnittpunkte des Funktionsgraphen mit der x-Achse. Dabei habe ich die Bedingung, dass y gleich 0, also immer das andere, muss gleich 0 sein. Ich möchte gerne Schnittpunkt mit der x-Achse berechnen. Die Abkürzung dafür ist großes s, kleines x im Index. Und die Bedingung ist eben genau das Gegenteil, y gleich 0. Y ist ja nichts anderes als f von x, also setze ich das, was in der Aufgabenstellung f von x ist, hier in der Funktionsgleichung, setze ich gleich 0 und habe somit 0 ist gleich 0. Das ist eine wahre Aussage. So, und jetzt kann man sich mal vorstellen, wie läuft das eigentlich, dieser Funktionsgraph eigentlich durch das Koordinatensystem. Naja, also wenn zu jedem x-Wert der y-Wert 0 ist, dann liegt ja dieser Funktionsgraph auf der x-Achse. Das heißt also mathematisch gesehen, jedes x, was diese Gleichung hier erfüllt, diese x wären Nullstellen. Und deswegen sind es alle reellen Zahlen, die du dir vorstellen kannst. Damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst, zeige ich dir hier nochmal die Grafik dazu. Hier siehst du jetzt die Achse, die x-Achse, und hier siehst du die y-Achse. Und die Funktionsgleichung ist ja f von x gleich 0. Also das heißt, zu jedem x-Wert ist der y-Wert immer 0. Das heißt, diese komplette der Funktionsgraph liegt also auf der x-Achse. Diese lineare Funktion, die ein Strich ist, liegt auf der x-Achse und hat also sozusagen unendlich viele Nullstellen. Per Definition. Es ist also nicht die Nullstelle, die man so kennt, wo ein Graph so sauber einmal durchschneidet, sondern er liegt ja überall, hat unendlich viele und unendlich groß sind ja auch die Anzahl der reellen Zahlen. Reelle Zahlen sind ja alles. Das heißt also, wenn du dir das hier anguckst, dann sind es nicht nur die ganzen Zahlen, die man hier so sieht, sondern auch alle Zahlen, die zwischen diesen Werten liegen. Also alle Brüche, alle irrationalen Zahlen und so weiter. Und deswegen, hier liest man das so, das ist die Menge aller xn-Element r, die diese Bedingung erfüllen, und das sind ja in diesem Fall hier alle.